Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Wir sind jetzt hier im Zuhause von dem guten Nanaki, besser bekannt bei uns als Red 13. Haben mit seinem Opa im letzten Part geredet, nämlich ihmchen hier. Und er hat uns eine Menge interessantes Zeug auf jeden Fall erzählt und auch gezeigt über den Planeten und dass er sterben wird, definitiv wirklich, wenn die Marco-Energie weiter abgesaugt wird. Alles beunruhigendes Zeug. Und ja, ist nicht so schön, ne? Und hier drin funktioniert nicht mal der Finger. Aber okay. Was ist hier oben denn Schönes? Oh. Nicht viel. Nein, ich will doch nicht. Kann ich da nicht durchgucken? Kann ich nicht? Darf ich nicht? Ach, Manu. Oh, hier ist wirklich ansonsten nichts. Schade. Ich meine, schön, dass man es sich angucken kann, aber es bringt mir halt wirklich nichts. Okay, da geht es noch weiter nach oben. Ah, jetzt bin ich hier. Am Gipfel der Welt. Ich bin der König von allem. Yay. Raufklettern kann ich aber nicht, nö. Oh! Achso, es war nur diese Tür auch für dich, okay. Ah, immer abwechselnd, wenn man die Leiter anquatscht. Entweder klettert man dann nach oben oder unten. Okay, verstehe. Haha, hab deine Tür aufgemacht und aufgelassen. Ja, hier war das. Genau. Cosmo Canyon. Hier wurde Avalanche geboren. Ich versprach meinen Leuten, dass wir irgendwann, wenn wir den Planeten vor Shinra gerettet haben, nach Cosmo Canyon gehen und feiern. Bix, Reg, Jesse. Jetzt sind alle tot. Für den Planeten gestorben. Wirklich? Um den Planeten zu retten? Wir alle. Wir hassen Shinra. Habe ich eigentlich das Recht, einfach weiterzuleben? Werden sie mir je vergeben? Ach, Barrett. Jetzt im Moment weiß ich es wirklich nicht. Aber eins weiß ich. Das Feuergeräusch nervt. Wenn ich etwas tun kann, um den Planeten zu retten, oder die Leute, die darauf leben, dann werde ich es tun. Es ist mir egal, ob ich's für Gerechtigkeit, aus Rache oder warum auch immer tue. Es ist egal. Das sollen die selbst entscheiden. Ah, ich mach's! Wieder! Wieder! Avalanche ist wiedergeboren! Genauso langweilig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich will woanders hin. Komm, wir suchen etwas Materia. Typisch du. Wie viele Jahre ist das her? Mein Gott, das weckt Erinnerungen. Ich
Cloud. Freudenfeuer sind eine komische Sache, nicht wahr? Sie erinnern dich an alles Mögliche. Weißt du, Cloud, vor 5 Jahren... Ach, nichts. Nee, vergiss es. Ich trau mich nicht zu fragen. Was ist los? Mir scheint, als ob du ganz weit weggehst. Du bist wirklich, wirklich du selbst, oder? Was sehr interessant ist, was sie da angesprochen hat, auf jeden Fall. Ich habe viel gelernt. Die Alten brachten mir viel bei. Über die Cetra und das verheißene Land. Ich bin allein. Jetzt bin ich ganz allein. Aber ich bin... Wir sind für dich da, okay? Ich weiß. Ich weiß, aber... Ich bin nicht der einzige... Ich bin der einzige Cetra. Heißt das, wir können dir nicht helfen? Ach, Eris. Vor langer Zeit. Ich war noch ganz klein. Wir standen alle um diese Flamme herum. Ach, vergiss es. Was ist passiert? Es geht um meine Eltern. Wenn ich von meiner Mutter spreche, bin ich voller Stolz und Freude. Und das ist okay. Aber wenn ich an meinen Vater denke, bin ich voller Zorn. Du kannst deinen Vater einfach nicht vergeben? Natürlich. Er ließ meine Mutter tot liegen. Als die Gi angriffen, rannte er weg. Weg von meiner Mutter und den Bewohnern des Canyon. Komm, Nanaki. Hier gibt es etwas, das du sehen solltest. Es könnte gefährlich werden. Cloud, willst du und deine Begleiter mit uns kommen? Okay, und wohin? Muss ich wieder zu dir nach oben? Oder wohin? Ja, anscheinend. Da ist er. Sind wir soweit? Ja. Sollen wir gehen? Hui. Also, herein, herein. Hey, kommst du nicht mit uns, Opa? Nein. Wie bitte? Bist du verrückt? Da drin ist's gefährlich. Das habe ich dir schon mal gesagt. Du willst, dass ich als alter Mann als erster gehen soll? Ich bin direkt hinter dir. Nett. Okay, wo geht's hier hin? Zum Kern der Erde? Auf jeden Fall wird die Musik immer leiser. Sind wir beim Erdkern? Nein, nein. Alles gut. Ist nur so ein bisschen gruselig hier jetzt so ganz ohne Musik und so. Okay, die Musik ist doch irgendwie ganz dezent zu hören, aber... Oh! Und jetzt sind wir woanders. Oh.
Ich hab's geahnt. Ih, was bist du denn für ein Viech? Ich sollte ihm vielleicht auch was geben, ist mir gerade so eingefallen, ne? Der Ärmste, der hat ja gar nichts. Du kannst sonst mal Todesstoß haben. Was hältst du davon, mein Lieber? Ich weiß nicht, was Nebenwirkungen in dieser Hinsicht sonst vielleicht machen würde. Kannst du ja mal dazu haben. Und ansonsten, du hast so viel Zeug nämlich geklaut, das brauchst du alles gar nicht. So, du hast nämlich hier auch noch doch hier Dingens gehabt, oder? Warte mal, Das. Eos hat auf jeden Fall sehr viel Zeug. Hier, genau, Titan. Das kann er eigentlich mal haben. Das kann hingegen mal Eris haben, weil sie sich ja immer in den Weg auch sowieso wirft, bei allem, Rad und jedem. Ifrit brauchen wir im Moment kurz nicht. Erde hingegen ist ganz nice. Dann kannst du mal noch alle dazu nehmen, kannst du mal auf alle Erde machen. Okay. Kann ich hier in diese Dinger überhaupt rein? Nee, anscheinend nicht. Ist kein... Oder doch? Es ist seltsam... Ei! Ein seltsam geformter Felsen. Aufbrechen. Oh! Hätte ich vielleicht mal lassen sollen. Todesstoß! Mal gucken, ob das was bringt jetzt hier gerade. Ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Not bad. Oh, 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 oh. Not good. Alter! Aber so viel Schaden machen die zum Glück ja nicht. Uiuiuiuiui, das hast du schon runtergezählt. Todesurteil ist böse. Oh, Red hat Battlefield wieder ein Level up. Oh, eine Rauchbombe. Not bad. Kann ich da jetzt irgendwie noch was machen? Nee. Was ist hier Schönes? Aber da kommt auch nur halt sowas. Aber vielleicht muss ich das ja machen. Vielleicht ist es wichtig für irgendwas. Weiß ich ja nicht. Kann ich euch denn was klauen? Ich kann gerade irgendwie nicht Analyse machen, warum auch immer. Seid mir gerade ein bisschen zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Scheiße, Elvis stirbt. Okay, Gott sei Dank.
Mach's gut. Ach, normale Heilung sollte eigentlich reichen, glaube ich. Ja, passt. Kleine süße Schlangen. Oder so. Brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Weißt du, was machen wir das nochmal? Hatten wir schon lange nicht mehr. Ey, ich bin ja vergiftet. Igitt. Oh, bei allem ist... Na super. Dann mache ich euch jetzt halt kalt. Ihr seid nämlich gerade scheiße. Was denn? Ihr sterbt noch nicht? Mondjaulen erlernt, okay. Und Eris, dir geht's gut? Du bist nicht mehr vergiftet? Okay, anscheinend nicht. Ist das bei dir irgendwas mit Limit oder? Ja. Reißzahn war vorher, jetzt ist Mondjaulen, okay. Not bad. Ich meine, die machen ja nicht so viel Schaden, deswegen zur Not kann ich auch mit Cloud teilen, denn ich habe eben schon gesehen, dass bei Eris das neue Limit jetzt verfügbar ist. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ja, ist okay. Denn das hier ist, da fehlt ein Buchstabe, kuriert anormale Zustände bei allen Freunden. Das heißt, dann wäre eben das Vergiften nämlich uns egal gewesen. Ah, seht ihr mal, das war auf jeden Fall wichtig. Oh. Jeder, der hier ein Geist des Stammes der G oder G, wie auch immer, in einer obwohl, wenn ich G sage, klingt das wie der G-Virus, deswegen, ich sag mal lieber G. Der G in einer bestimmten Schlacht getötet. Einer bestimmten Schlacht? Die rachsüchtigen Seelen der G sind nicht verschwunden und konnten nicht zum Lebensstrom zurückkehren. Wir müssen noch weit gehen. Okay. Lass mich mal ganz kurz eben jetzt hier oben endlich hin. Ich will da oben hin. Ich darf hier irgendwie nicht. Hier hinten geht's aber auch noch weiter. Aber hier ist anscheinend nichts, nee. Aber hier ist noch was. Weiß nicht, ob das jetzt noch wichtig war, aber naja. Oh, Blitz 2. Alter, sie das können, ist mega fies. Nice. Stirb doch einfach, Viech. Dass ihr alle diese scheiß Todesurteil gedönst könnt, ist echt nervig.
Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? What the fuck? Das ist fies. Woher soll man das denn wissen? Ah, hier komme ich zur Materie. Sehr gut. Zusatzwirkung. Okay, was macht das? Nein, nicht ausrüsten. Oh, wir haben alle nur noch ein HP. Alter. Cloud, heil mal eben bitte. Alter. Das ist krass. Hast natürlich jetzt schon alles Mögliche, aber... Zusatzwirkung. Waffe, Rüstung mit Materiawirkung. Das sagt mir jetzt auch viel. Ah. Kann ich hier rüberspringen oder so? Nö. Ich will hier hin. Ich darf irgendwie nicht. Wie kann ich denn wieder hier wegrutschen? Hilfe! Ich darf da irgendwie nicht hin. Ich muss da irgendwie anders wieder zurückkommen. Ist ja mies. Aber wie? Warte mal. Ah, okay, es geht doch. Sehr schön. Nein, schon wieder! Das wollte ich doch gar nicht. Oh Mann, oh. Das ist so böse. Warum ist doch so eine scheiß Falle? Kann ich die nicht deaktivieren? Ungelogen. Jetzt dauert es wieder 1000 Jahre, bis ich mal hier den richtigen Winkel habe, um hier wieder zur Seite zu rutschen. Ah! Nein, ich will nicht dreifache Geschwindigkeit, ich will doch nur hier nach Hause quasi. Jetzt rutsche ich langsam, warum auch immer. Mann! Dann lass mich doch hier runterspringen oder so. Ich will hier weg. Lass mich zurückrutschen, du Scheißspiel. Das ist zum Mäusemelken hier. Das kann sich nur noch um Jahre handeln, liebe Leute. Ach so, wenn ich gehe, rutsche ich nicht. Auch gut zu wissen, danke. Alter, ist das eine Scheiße hier, ey. Kriegt man ja hier Kinders. So, jetzt darf ich hier mal endlich auch zur Truhe hinkommen. Schwarzes Megafon. Wofür sind diese ganzen Megafone gut? Ich meine, klar, habe ich schon gesehen, für Kate Sith, aber inwiefern? Macht er da Musik, mit dem er die Gegner tötet? Tödliche Musik. Noch eine Kiste. Achso, die ist unten. Okay. Äther, das ist nett. Dankeschön. Wie du siehst, führt diese Höhle zur Rückseite des Cosmo Canyon. Der Gi war größer als wir. Hätten sie uns nicht angegriffen, wäre alles aus gewesen. Also hätten sie uns angegriffen wahrscheinlich eher. Ich habe mich verlesen. Gehen wir weiter. Na gut, aber der Part ist jetzt schon lang genug, deswegen ich werde ihn hier beenden. Ich habe viel zu lange mit der glitschigen Scheiße hier gebraucht. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant hier, diese Lavahöhle und alles. Also ich bin mal gespannt, wo wir jetzt gleich landen werden. Obwohl ich das noch ungefähr sogar tatsächlich weiß, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall sehr gespannt sein und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy VII. Bis dahin, macht's gut. Ciao.